Hey, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Nächster Vlog, Stadion-Vlog ist es nicht, Trainingsvlog, aber gleichzeitig auch im Stadion. Heute aus dem wunderschönen Lüdinghausen begrüße ich euch, aber meine Kamera ist fast leer, was natürlich schlecht ist. Und ich muss einmal nach Hannover fahren, weil Training ist gleich. Ich war hier gerade bei einem Kundentermin und jetzt mache ich mich auf den Heimweg. Ich gehe natürlich auch nicht so hier in Hemd zum Training. Kurzer Zwischenstopp, 14:30 und meine Kamera ist leer. Das heißt, ab jetzt Handyaufnahmen. Ist ein bisschen komisch. Maxi Bayers Leihe wurde verlängert, das ist erstmal gut. Also eigentlich sollte meine Stimmung auch top sein. Aber leider Gottes wurde irgendwie angekündigt, dass wir nicht immer mehr Leute in den Kader holen können. Aber unser Kader ist noch nicht ausgereift. Wir haben noch keinen Linksverteidiger, Innenverteidiger, Backup, Stürmer, der Tore schießt. Irgendwie weiß ich nicht. Mal gucken, wie das Training aussieht. Ja, mal gucken, ob Maxi da ist. Das wäre natürlich auch cool. So, umgezogen. Ja, nicht mehr im Business-Look hier unterwegs, das wäre auch ein bisschen albern gewesen. Jetzt auf zum Stadion, 14:38, ich komme ein bisschen zu spät, aber mein Gott, ich glaube, die werden noch, werden auch ohne mich zurechtkommen. Ja, also Navi ist jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, okay, das sieht gut aus, weil 15:07, gerade eben waren es noch 14:58. Also mal gucken. Ich stehe natürlich an der Ampel, das würde ich fällt. Wir haben übrigens mittlerweile 15:30. Warum, erkläre ich später. So, bevor ich jetzt dazu komme, wie es war, erstmal ganz, ganz wichtig für den Urlaub. Wer hätte es gedacht, dass ich mir nochmal einen Fußball kaufen würde, aber es war an der Zeit. Jetzt brauche ich nur noch eine Ballpumpe und dann kann es richtig losgehen. Ja, dann seht ihr mich auch bei dem 96-Trikot. Ja. Und zwar da, in der Bundesliga. Mittlerweile ist das Training schon wieder einige Tage her. Passiert ist in der Zwischenzeit nicht wirklich was, aber nichtsdestotrotz will ich euch meine Eindrücke schildern. Ich war jetzt nicht so übermäßig begeistert davon, wie es aufgebaut war. Das war jetzt nichts irgendwie, was ein riesiges Event gewesen wäre, aber es war trotzdem schön, dass viele 96er da waren. Ich glaube, auch der Mannschaft hat das gezeigt, dass es dieses Jahr durchaus was gibt, was man, für was es sich einfach lohnt zu kämpfen, für was es sich lohnt zu spielen. Denn selbst bei diesem Training hat man schon gemerkt, dass die Stimmung erwartungsfroh ist. Und selbst Spieler, die in der vergangenen Saison durchaus nicht so positiv gesehen wurden, wie zum Beispiel Lukas Hinterseher, wurden, wenn auch sicherlich teilweise höhnisch bzw. ironisch beklatscht und haben auch wirklich gezeigt, dass sie Fußball spielen können. Das ist ja nicht verwunderlich, es sind halt am Ende des Tages alles Profifußballer. Es waren ein paar auffälliger, es waren ein paar weniger auffällig. Ich blende jetzt hier im Hintergrund währenddessen ein paar Szenen ein und teile mal so ein bisschen meine Gedanken. Ich war sehr irritiert davon, dass Havard Nielsen nicht da war. Das ist aber auch relativ logisch, weil der war ja erst einen Tag da und hat dementsprechend die ganzen Leistungschecks gemacht, die halt eben die anderen am Tag vorher gemacht haben. Maxi Bayer hingegen wurde ja erst am Nachmittag bekannt gegeben, dass er seine Leihe verlängert hat, war allerdings dabei, weil er die Leistungschecks am nächsten Tag gemacht hat. War für mich im ersten Moment völlig unverständlich, beziehungsweise nicht ganz ersichtlich, aber war dann relativ schnell klar, Twitter sei Dank. Ansonsten kann ich nur sagen, dass das ein sehr interessanter Trainingsauftakt insofern war, dass man einen Einblick bekommen hat über die spielerischen Qualitäten des Kaders, aber vielleicht auch so ein paar Ideen, was das Trainerteam hat. Klar, es war die erste Einheit, aber nichtsdestotrotz unter anderem Luca Kreins auf der Linksverteidigerposition, der das in meinen Augen auch wirklich ordentlich gemacht hat, muss man schon sagen. Also Kreins hat ja Linksverteidiger zwischenzeitlich mal gespielt, bei 96 auch ein, zwei Mal, bei Düsseldorf meine ich auch zwischendurch. Der kann das und ich glaube auch, dass der uns durchaus auf der Seite verstärken können. Da natürlich seine Qualitäten eher defensiv als offensiv, aber auch offensiv sah das jetzt zumindest in diesem Trainingsspiel nicht so schlecht aus. Auch er ist halt ein Profifußballer, der weiß, wie man mit dem Ball am Fuß umgeht und das hat sich da schon deutlich gezeigt. Also von daher vielleicht eine ganz interessante Option. Ekin Celebi auf der, oder Celebi auf der anderen Seite, der hat vor allem seinen Offensivdrang unter Beweis gestellt. Defensiv, ja, war jetzt nicht seine absolute Kernkompetenz in diesem Trainingsspiel, zumindest nicht. Offensiv ein bisschen zu sehr den Kopf unten gehabt, meiner Meinung nach, aber auch das kann man abstellen. 21 Jahre alt, hat definitiv Potenzial, ist technisch sehr, sehr gut, das hat man schon gemerkt. Also warum nicht, scheint auch sehr schnell zu sein. Interessanter Spieler, vielleicht wird sogar damit geplant, dass man Kreins als Linksverteidiger beschäftigt im Laufe der Saison. Dann bräuchte man noch einen weiteren Innenverteidiger, vielleicht wird Innenverteidiger aber auch eben wieder Luca Kreins und es kommt halt eben noch ein Linksverteidiger. Wir sind ja immer noch am Anfang der Transferperiode, das darf man bei all dem nicht vergessen.
Ansonsten gab es ein paar Spieler, die sehr auffällig waren. Max Bezuschkow hat das erste Tor im Training geschossen, das erste ja, spielerische rausgespielte Tor. War auch gut rausgespielt. Das war eine Flanke von Moroja auf den zweiten Pfosten, beziehungsweise ich glaube, Weidand ist am Ball vorbeigesprungen oder irgendwer auf jeden Fall. Dann wurde der Ball nochmal reingegeben, Weidand ist drüber gestiegen absichtlich und Bezuschkow hat eingeschoben. Das war gut rausgespielt, aber Bezuschkow war nicht der Einzige, der mich ganz positiv überrascht hat. Weidand war zwar engagiert, ist aber nicht super auffällig, aber in seinem Team war Nicolo Tresoldi sehr, sehr auffällig, meiner Meinung nach. Hat ein sehr gutes Training Spiel gemacht, ist dann im Laufe der Zeit, weil sein Team schwächer wurde, auch ein bisschen abgeflacht bzw. ein bisschen blasser geworden, aber vor allem am Anfang sehr, sehr gute Laufwege, sehr präsent, sehr mutig und wenn man denkt, dass er 17 Jahre alt ist, ist das schon echt beeindruckend, was der für eine Präsenz hat. Man sieht es ihm auf jeden Fall nicht an. Er wirkt nicht wie ein Fremdkörper in diesem Team, was du mit 17 normalerweise erwarten würdest. Also bin ich sehr gespannt, was der für Einsatzzeiten bekommt. Grundsätzlich ist Stefan Leitl ja ein Förderer der Jugend. Von daher warum nicht. Auf der anderen Seite Maxi Bayer natürlich wieder relativ stark unterwegs gewesen, auch gut eingebunden. Und Lukas Hinterseher, muss man ganz ehrlich sagen, hat einen guten Job gemacht. Ja, zwar eine Großchance mehr oder weniger vergeben, hat aber daraus noch eine Vorlage kreiert, selber dann noch ein Tor gemacht, auch Vorlage von Bayer. Der war nicht so schwer, aber er hat es halt gemacht, muss man auch dazu sagen. Und Fabian Kunze hat mir auch sehr gut gefallen, defensiv im Mittelfeld. Man hat gemerkt, der ist ein Kämpfer, man hat gemerkt, der geht gut dazwischen, hat aber auch am Ball ein bisschen was drauf. Also das waren gute Eindrücke, die man sammeln konnte. Ansonsten waren die Spieler auffällig, von denen man es erwarten würde, zum Beispiel Sebastian Kerk. Einen würde ich gerne noch hervorheben, und zwar Luis Schaub. Der hat nicht nur ein Tor gemacht, sondern der war auch generell sehr engagiert und hat sehr viel... ja, so spielerische Elemente irgendwie reingebracht. Hat auch einen guten Abschluss, hat man auch gesehen beim Distanztor. Das war das, was Hinterseher vorgelegt hat. Guter Spieler, interessant. Ich hätte es nicht gedacht, ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass der wirklich so eine Qualität hat. Es war nur ein Training, muss man auch dazu sagen. Aber das fand ich schon cool. Ja, mein bester Kumpel ist ja Köln-Fan, der hat mir gesagt, der findet es gut, dass Schaub 96 gegangen ist. Also ein guter Spieler. Ja, wahrscheinlich schon. Hat man zumindest jetzt so erahnen können. Bin ich gespannt, wie das im Laufe der Saison wird. Ist mir noch irgendwas im Kopf geblieben. Weiß ich nicht. Muss man natürlich alles abwarten, war nur eine Trainingseinheit, ganz, ganz klar. Was auch ganz wichtig ist, auch für solche Spieler wie Lukas Hinterseher. Es war nur eine Trainingseinheit. Hinterseher hat die ganze vergangene Saison nichts gemacht, wurde von allen gesagt, oh, hoffentlich ist er bald weg. Inklusive mir. Ich bin jetzt auch nicht so episch darauf, dass er bleibt. Und jetzt eine Trainingseinheit, wo er ein bisschen gute Abschlüsse gezeigt hat. So zwei schöne Tore, oder ein Tor vorbereitet, ein Tor gemacht und dann nach dem Trainingsspiel noch ein Rabona ins Tor verwandelt. Bei der Torabschlussübung danach, wo es dann Flanken gab, die Schaub übrigens auch sehr gut geschlagen hat, Bezuschkow ebenfalls, da war er dann nicht mehr so treffsicher. Also es ist so, da war aber Tresoldi mit einem Fallrückzieher wieder auffällig. Also es ist schon sehr interessant. Ich würde jetzt nicht so viel darauf geben, dass Hinterseher im ersten Training mal gut war. Warten wir mal ab, was sich bei dem entwickelt. Und Dua, ja auch einer der Wackelkandidaten bzw. Abgangskandidaten, der war auch nicht da. Mal gucken, was da noch so passiert. Also der Kader ist auf jeden Fall noch nicht fertig. Der ist zu groß auf der einen Seite und auf Schlüsselposition wie Linksverteidiger fehlt noch jemand. Vielleicht kommt sogar noch jemand für den Sturm, für Hinterseher, wer weiß das schon. Wird auf jeden Fall ein interessanter Sommer. Vielleicht geht Weidand, ja, es gibt ja mehrere Optionen. Bei der Schussübung übrigens auffällig, Yannick Dehm. Der hat einen ganz schönen Zug. Also wenn der abdrückt, das ist schon ordentlich. Naja, alles in allem war es ein ganz interessantes Training, aber jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss. War ja auch erst die erste Einheit, trotzdem, das war interessant, was Leitl gemacht hat. Und es hat nicht angemutet wie ein lauer Sommerkick. Also es war jetzt nicht irgendwie, ja, dass man, also es war schon, spielerische Elemente waren okay und auch die Spannung, die war nicht komplett hoch und nicht komplett auf Hochdruck, aber es war trotzdem okay. Also war ein schönes Training und ich werde im Laufe der Vorbereitung und im Laufe der Saison sicherlich öfter da sein. Habe ich ja letztens schon angekündigt, als ich im Saisonendspurt mal da war. Einfach, weil es mich interessiert und weil das halt relativ... Man kriegt dadurch eine größere Nähe wieder zum Verein. Das finde ich cool. Das soll es von diesem Vlog-Video im Endeffekt gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde mich freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr es gesehen habt, wie ihr es fandet, wenn ihr da wart, wie ihr es fandet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Passt dabei auf, bis dann, macht's gut, haut rein. Und ciao.